aufgenommen. Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute, bei einer neuen Folge von Kaisersfreit. Leute, ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche. Ich hatte eine wunderschöne, eine sehr ereignisreiche. Eigentlich wollte ich heute dieses Gamescom-Video raushauen. Und da ich aber gestern zum Sortieren begonnen habe und gemerkt habe, dass es extrem viele Parts sind, also ich glaube, ich habe da noch nie so viel aufgenommen. Und ich bis heute überlegt habe, wie ich das machen soll. Ich will ein Fan-Treffen-Video machen. Ich will ein Video machen, wo was wir in der Freizeit gemacht haben. Ich will ein Video machen, was wir auf der Gamescom gemacht haben. Und das sind ziemlich viele Dinge, die wir auf der Gamescom gemacht haben und wo ich mir einfach bis heute nicht sicher war, wie ich das handle. Ich habe zwar angefangen, aber ich bin zu keinem Punkt gekommen und ich möchte es nicht unfertig raushauen, denn das Gamescom-Video ist jetzt kein Informationsvideo, sondern soll halt einfach unterhalten und ich hoffe, dass ich es nächste Woche fertig kriege. Ich mache meine Videos, weil ich sie gerne mache, aber ich mache sie viel lieber, wenn sie auch gut sind. Also ich bringe gern unfertige Sachen raus, also ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ansonsten, es wird ziemlich lustig und wirklich viele Sachen gemacht und ich hoffe, euch dann nicht enttäuschen zu werden. Morgen, wie ihr wisst, ist ja das Fan-Treffen, also nicht vergessen, 15 Uhr vorm Stephansplatz. Ich freue mich wahnsinnig auf euch. Ich werde immer wieder gefragt, ob es Altersunterschiede und Altersgruppen gibt. Nein, es ist scheißegal. Ihr könnt 3 Jahre alt sein und ihr könnt mit eurer Mama kommen und ihr könnt mit eurem Hund kommen und ihr dürft einen Rucksack mitnehmen und ihr dürft auch das Fahrrad mitnehmen. Also es wurden ziemlich viele Fragen gestellt. Also es gibt keine Altersbegrenzung. Ich bin froh, dass ich junge Fans habe. Ich bin froh, dass ich alte Fans habe. Ich habe auch alte Fans. Laut YouTube-Statistik habe ich so 5%, die über 60 sind. Und würde mich interessieren, wer die Leute sind. Ansonsten, es gibt keine Begrenzung. Das Wichtigste ist einfach, dass ihr Zeit mitbringt und dass ihr Spaß mitbringt. Und wenn ihr sie habt, dass ihr die T-Shirt mitbringt, nee, es ist echt, ihr müsst gar nichts mitbringen, ihr müsst einfach nur Zeit mitbringen und Spaß mitbringen und ich freue mich auf euch, also morgen 15 Uhr, Stephansplatz und ihr könnt alle mitnehmen, auch euren Bruder, der mich vielleicht nicht kennt, ist egal, ich freue mich auf euch. Dann haben ein paar Leute gefragt, was wir morgen machen. Das Ding ist, ich kann mich nicht orientieren, was wir machen, weil ich weiß nicht, wie viele Leute wir sein werden. Wenn wir 10 Leute sind, können wir andere Sachen machen, als wenn wir 50 Leute sind. Und wenn wir 3 Leute sind, dann können wir auch was trinken gehen. Also das ist immer sehr unterschiedlich, wie viele kommen. Ich kann deswegen auch nicht sagen, wie lange es dauern wird, weil generell so ein Fan-Treffen ist schneller vorbei, wenn es weniger Leute sind. Wenn mehr kommen, dauert es länger. Also das entscheiden wir dann spontan. Ich kann es wirklich nicht ausmachen. Ich kann nur sagen, dass ich mich wahnsinnig darauf freue und dann immer sehr geschockt dastehe und alle anschaue und mir denke, what the fuck, die kennen mich. Ist ein sehr schönes Gefühl. Ansonsten, ich freue mich einfach auf euch morgen. So, und als ich diese Woche in den Postkasten geschaut habe, da habe ich nicht schlecht gestaunt, denn ich habe noch nie so fette Fanpost bekommen. Also ich zeige sie mal. Das ist die Fanpost, die ich bekommen habe. Also ich habe 3 Briefe erhalten. Dann habe ich ein Paket erhalten und dann habe ich hier diesen Jumbo. Sieht man meinen Kopf? Ich sehe meinen Kopf nicht. Und dann habe ich hier dieses Paket erhalten. Da könnte eine PS3 auch drin sein. Also ich habe es noch nicht aufgemacht und da steht die ganze Zeit bei mir. Und ich habe überlegt, was es sein könnte und ich hoffe, ich habe es nicht kaputt gemacht. Da könnte ein Baby drin liegen. Da sind nicht mal Luftlöcher drin. Dann ist es jetzt nicht mehr so lebendig. Und ich werde jetzt das aufmachen von der Julia aus der Huttengasse in Wien. Und how do I open it? Ah, hier. Oh, okay. Ich habe es aufgemacht. It's open. Can you see this? Was ist hier drin? Was ist das? Was ist das? Ich habe ein bisschen Angst. Warte, okay. Also hier. Ein Brief, glaube ich. Haribo und das da und das ist weich. No way. Warte mal, ich habe eine Vermutung. Okay, auf jeden Fall, danke für die Haribo. Ich mag Lakritz sehr gerne, was die wenigsten Leute wissen. Hab ich auch Lakritz. So, und ich habe einen Brief, halt, ich lese den Brief mal vor. Hallo Kapuzwurm, ich finde deine Videos einfach awesome. Wenn man sie sieht, kann man sich nur noch abhauen. Außerdem finde ich es toll, dass du auch etwas mit deinen Fans unternimmst. Zum Beispiel zocken oder mehrere Fan-Treffen. Für mich bist du der beste und lustigste Let's Player. Und weil du mich, meine Freunde und deine Abonnenten immer zum Lachen bringst, habe ich ein kleines Dankeschön für dich gemacht. Liebe Grüße, Julia Serafin. Und danke, Julia. Und ich bin
Ich bin ziemlich neugierig, was hier drin ist. Es ist weich. Und ich bin... Ich mache es einfach auf. Ich bin ziemlich aufgeregt, was drin ist. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben wurde. Und... Oh mein Gott. Ich habe... Ganz, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe irgendwann darauf gewartet. Ich habe darauf gewartet, dass es irgendwann mal kommt. Und oh mein Gott. Ich habe meinen eigenen Kapuzenwurm. Awesome. Das ist ein fucking awesome, geiles Geschenk. Also über den, ich meine, ich freue mich über alles generell. Aber da musstest du... Und wie, das ist genäht. Das ist genäht. Also meine Fingerfertigkeiten hören auf, wenn eine Überraschung sei. Aber das ist awesome. Ich habe meinen Kapuzenwurm. So, danke vielmals für euch. Ihr wisst gar nicht, was ihr mit mir macht und wie mir Freude bereitet. Und ich sag's immer wieder. Aber ich hoffe, ich kann sie zeigen. Das große Paket und noch einen Brief, den werde ich nächste Woche machen. Das wird jetzt ein bisschen zu lang. Ansonsten, Leute, ich danke euch vielmals für den Support. Ich danke euch für die Kommentare, die ihr mir gebt. Ich danke euch, wenn ihr euren Brüdern das erzählt, wenn ihr mich weiterempfiehlt, wenn ihr mich liked, wenn ihr Sachen... Ich habe sogar Twitter, wenn ihr Sachen retweetet, wenn ihr Sachen auf Facebook teilt. Das alles unterstützt mich und das alles bringt mich in eine Position, wo ich nie gedacht hätte, dass ich herkomme. Ich meine, ich habe bald die 10.000 Abonnenten, wo ich eigentlich nie drauf geschaut habe. Also die Abonnentenzahl war eigentlich nur zu schauen, ob es eigentlich eh gut läuft und ob die Sachen ankommen. Aber wenn ich jetzt so nachdenke, 10.000 Abonnenten, das ist eine Stelle... Das sind viele Nullen eigentlich und das ist schon sehr ergreifend und ich hätte nie gedacht, dass ich dorthin komme, dass ich mal diesen Schritt mache. Und ich sage auf jeden Fall danke Leute für euren Support. Wenn ihr mir sowas schickt und Briefe schickt und ich so viele Nachrichten bekomme, da weiß ich, dass ich meine Sache gut mache, dass meine Sache gut ankommt. Ihr gebt mir einfach so viel Feedback, ihr wisst eigentlich gar nicht, was es mir bedeutet. Ich hoffe, ich gebe es zurück. Ansonsten, vielen Dank, schönes Wochenende und ein paar von euch sehe ich ja morgen und das fette Paket kommt nächste Woche dran. Also, danke nochmal und wir sehen dich. 3, 2, 1, ciao! Da ist sie! Release den Kraken! Hör, Bitch, wer lacht jetzt? Hör, Bitch! Ich lach dich aus! Komm her, jetzt lach mich an! Lach mich an! Zeig mir die... Ich habe keine Angst! Ich...